Hallo Leute, jetzt kommt ihr herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Horror-Game-Video. Und heute machen wir was wirklich, wirklich, wirklich Schönes. Und zwar gucken wir uns heute die Haunted PS1 Demo-Disc an. Das ist ein Projekt von mehreren Horror-Entwicklern, die zusammen was ziemlich Geiles gemacht haben. Und zwar ist das quasi eine Simulation von einer CD, die man halt findet. Und auf dieser CD sind, ich glaube, 20 kurze, sehr kurze PS1-Horror-Games drauf. Einige von denen haben wir schon gespielt, wie zum Beispiel Filthbreed, das kennt ihr ja bestimmt noch, das war ziemlich interessant. Ich werde alle von den Videos, alle von den Spielen, die wir schon gespielt haben, natürlich am Ende verlinken, dann könnt ihr euch die auch so anschauen. Aber, was wir jetzt machen werden ist, wir spielen jedes der Spiele auf dieser Liste, geben jedem eine kleine Bewertung und gucken mal, wie die ganzen Sachen so am Ende abschneiden werden. Filthbreed haben wir schon gespielt, das heißt, wir fangen hier an, den eins da rechts. Snowy Castle. Noch nie von gehört. Ich habe keine Ahnung. Ach der Scheiße, richtig cool gemacht das Menü. Okay, wie, wo ist meine Maus? Da, ah. Credits follow. Description. Navigate the castle grounds to relight candles in this atmospheric exploration game. Okay. Let's go. Let's go? Ah, hallo. Ja. Okay. 0 von 24. Du bist endlich wach. Du hast es hinbekommen, durch den ganzen Wind durchzuschlafen. Mich hält es immer wach. Was hab ich denn hier, Alter? Zeig mir irgendeine Richtung oder so? What the fuck? Bist du? Warum machst du dich nicht nützlich und machst die ganzen Lichter wieder an? Okay, will do. Das geht nicht auf. Okay, ich kann das Ding hier auf und zu machen. Was auch immer das bringt. Gut, ich gehe mal davon aus, irgendwas verfolgt uns gleich oder so. Aber, na gut. Wie gesagt, die meisten der Games hier sind relativ simpel. Ich meine, wenn ihr in Filthbreed erinnern könnt, könnt ihr wahrscheinlich euch denken, was wir zu erwarten haben. So 10 bis 15 Minuten Dinger, was halt natürlich heißt, dass das Video hier ziemlich lang werden könnte, wenn wir uns alle anschauen. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich jedes Spiel einfach einmal probieren. Vielleicht zweimal, wenn es ein bisschen mehr Sachen zeigen könnte. Geht's weiter? Ja. Was ist denn mit dem Ding hier? Keine Ahnung. Okay, sehr schöne Umgebung. Ich weiß natürlich nicht, ob alle von den Games qualitativ auf dem Level sind. Das kann ja gut sein. Warte mal, sind ein paar Dinge wieder ausgegangen? Ich hätte doch mehr als 4 schon angemacht, oder? Anscheinend nicht. Ich dachte, ich hätte mehr gehabt. Na gut. Wie gesagt, vielleicht sind ein paar von den Games ein bisschen flop. Aber ich gehe nicht davon aus, denn wenn die ganzen Sachen hier zusammen auf dem Level mit Filthbreed, ich glaube sogar Somewhat hat ein Game dafür gemacht. Ich meine, Please ist hier drauf. Das haben wir auch schon gespielt. Was natürlich denn. Okay, ist das Ding ausgegangen? Ah, ich schätze, ich muss zulassen, wenn ich draußen bin. Immerhin gibt es Sounds, die wir müssen sagen, wo wir hin müssen. Ist hier oben noch eins? Ja. Okay, gibt es wirklich genau 24? Weil dann haben wir die Scheiße ziemlich hart, Alter. Weil dem Geben wirklich nicht sonderlich klein. Alter. Sieht aus wie ein Totenkopf. Der Stein in der Ecke. Na gut. Irgendwas verfolgt uns definitiv. Das wäre ein bisschen zu simpel, wenn wir. Oh, okay. Okay, visuell ziemlich geiles Spiel. Meisterwerk. VHS-Grafik. Meisterwerk. Was ist das so? Für ein Fenster, ne? Hab schon. Okay, hier geht's weiter. Irgendwas muss uns doch verfolgen, Mann. Gehe ich mal von aus. Okay. 11 von 24. Fast die Hälfte. Wir schlagen uns gut, da geht's nicht weiter. Ich kann nur langsam laufen. Warum kann ich auch langsam laufen? Was soll das bringen? Okay, ich komme kurz hier in die Ecke. What the fuck? Wait, what? Habe ich gerade so einen Dark Souls-mäßigen Shortcut freigeschaltet? Scheint so, ne? Scheint so. Okay, der Schatten ist immer da. Wo geht's hier lang? Ne, von hier bin ich gekommen. Oder? Ne. Oh, okay. Okay, also ich muss ein paar Wege freischalten anscheinend irgendwie. Na gut. Suchen wir weiter. Bis jetzt wirkt es aber nicht sonderlich gruselig. Es wirkt nur wie ein sehr atmosphärisches Erkundungsgame.
Ich meine, okay, not bad. Kann man machen. Irgendwas gerade hinter mir. Habt ihr es gesehen? Das Licht hinter mir hat sich irgendwie verändert. Na gut. Okay. So, hier geht's weiter, oder? Ja. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich weiß nicht, was ich hier zu erwarten habe. Auch an. Genau die Hälfte. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwo andere Wege hatte, die ich lang laufen kann. Ich glaube, da unten im Schneegebiet ging es noch weiter. Weil das war's. Bin ich hier drüber? Nee. Okay, what the fuck? Du jetzt komplett wieder runterlaufen, Mann. Okay. Will do. Machen wir das mal. Ich finde den Look von dem Spiel einfach sehr gemütlich irgendwie. Der Schnee sieht schön aus, der Himmel ist schön. So ein Spiel in dem Style einfach zum Erkunden benutzen, ist schon keine schlechte Idee. Er hat schon was relativ atmosphärisch. Kann ich runterfallen, ohne ich sterbe? Ja, okay. So. Ich gehe mal davon aus, hier unten ist noch irgendwas. Ach, du Scheiße. Okay, aber hier Sachen finden wird halt echt nicht einfach, ne? Goddammit, hab ich die Karte oder sowas? Nix. Wie zum Fick soll ich denn überhaupt Sachen finden? Ja, da ist noch eins. Ich laufe jetzt mal das ganze Gebiet hier ab und dann gehe ich weiter runter. Ich meine, hier ist doch bestimmt irgendwo was. Da ist eine Kerze. Goddammit, das ist schon fies versteckt, ne? Ich bin gerade wirklich nur irgendwo im Nichts einfach. What the fuck? What the fuck? Die Kanalisation? Das ist ein Stein. Jesus, Mann, okay. Das ist unter dem Wasser, ne? Ich guck mal kurz mal hier. Jesus. Okay, ich meine, ich kann noch mal danach runtergehen, wo ich eben hergekommen bin. Aber jetzt gucke ich erstmal kurz hinter dem Wasser hier, weil ich meine, da ist was hinter. Ja. Okay, 5 noch. Holy fuck. Fieses Spiel. Hier? Ne. Hier durch? Nope. Alright. Okay, hier war ich noch nicht. Okay, 4. Ey, ist das ganze Spiel wirklich einfach nur absuchen von irgendwelchen Kerzen? Ich meine, ja, ich mag die Umgebung, aber... Alright. Oh! Great. Wir haben alle. Goddammit, so mitten im Nirgendwo. Okay, was jetzt? 25 von 24. Oh, okay. Hallo? What now? Okay, ich kann nicht mehr raus. Hallo? Wie, warum wieder bei 0? Du bist endlich wach. Ich bin immer... Hey? Das fängt einfach von vorne an? Ist es jetzt wirklich einfach wieder von vorne, oder... gehört das immer noch zum Spiel? Weil das wäre jetzt halt schon sehr... What? I don't get it. Es wäre jetzt schon sehr lame, wenn es einfach gewesen ist. Ich dachte, am Ende kommt vielleicht noch irgendwas. 25 von 24 war eine nette Idee, aber... Okay. Das war doch eben nicht annähernd so hell, oder? Ist eben einfach dunkler geworden, umso mehr Lichter wir angemacht haben? Ja, ich glaube, es wird dunkler, umso mehr Lichter wir angemacht. Ja, okay, aber... Das war's?
Ich schätze, das war's. Na gut, das war Snowy Castle. Atmosphäre und so ist ja ganz nett, aber es ist, ich würde sagen, eine 4,5 von 10, schätze ich. 4,5 von 10 für Snowy Castle. Weiter geht's mit Fatum Betula. Okay, das sieht gruselig aus. Description. Okay. In einer Welt ohne Veränderung müssen wir das Schicksal selbst kreieren, indem wir eine uralte Pflanze begießen. Okay. Wir müssen eine Zukunft entscheiden und damit leben. Alright, boy. Schön mal. Okay, sorry. What? Flashing lights and images that may cause discomfort and oh god. Okay, Epilepsie-Warnung, das ist doch schön. Ja, ich weiß. Okay. Fatum Betula, Fate Birch, Demo. Wild Options, Begin. Ah, okay. Das könnte ich mir wirklich lesen, dass es steht, aber. Oh Gott. Nehmen wir auf? Ja, okay, alles gut. Alright. Ich spiele also Jumpscares, ja? Ist das die Ancient Plant, die ich begießen soll? What the fuck? Okay. What? Ich kann nichts machen. Okay, habe ich ein Inventar? Ja, habe ich. Manche sagen, die Luft selbst hat ein Gesicht. Es ist wahr. Okay. Ein Kind hat einmal miterlebt, hat einmal die stechenden Augen des Windes miterlebt. Darum, dass der Wind und die Natur anscheinend in der Welt hier selbst lebendig sind. Okay, steht irgendwas drin. Die Luft selbst hat ein Gesicht. Es ist wahr, ja. Ja. End of a narrow story. Ja. 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 Okay. Irgendwas mit hier stehen und warten und beten oder so. Soll ich einfach hier stehen und nichts machen? Maybe. God damn it! Ich dachte, die Games wären ein bisschen mehr straightforward. Ach du Scheiße. Oh. Okay, das ist cool. What the fuck? Okay. Okay, stell dir vor, dieser Baum und unser Land wären genau das gleiche. Synecdoche, whatever. Okay, beide sind zwischen den Lebenden und den Toten. Okay, dieses antike Wasser hält seine Wurzeln in der Zwischenwelt. Okay. Okay, ich habe darüber nachgedacht, dass wir möglicherweise noch nie in einer vorherigen Form gelebt haben. Diese Pflanze ist unser Schicksal und das Wasser ist unser Treibstoff. Okay, ich werde dir das Werkzeug geben, um Veränderungen vorzuführen. Tu, was auch immer du tun musst, aber du darfst es nicht damit füttern, was du blutest. Danke? What the fuck? Okay.
Okay. Wasser. Soll ich mal alle? Ich fülle euch erstmal alle mit Wasser und dann. No idea, wir gehen. Okay, Goddammit. Wow. Oh, das ist cool. Ja, man, sowas erinnert mich an Rayman 2 oder sowas. Das sind so ganz alte 3D-Adventures. Das ist total komisch. Ich weiß nicht, ob könnt ihr mit so einem Look was anfangen? Ich meine, das ist jetzt schon wirklich sehr PS1-mäßig. Aber ich finde das super atmosphärisch. Vielleicht war das, weil es genau halt die Zeit war, wo ich angefangen habe zu zocken und die Games da halt so aussahen. Aber ich liebe das. Okay. Was haben wir zu lesen? Ups. Moment. Hier ist eine Notiz. Wenn du das hier liest, bin ich tot. Okay, das Werkzeug hier hat mal meine Nachforschung geholfen. Ich hoffe, dir wird es auch helfen. Okay. Aber sei gewarnt. Ich habe Angst, dass diese Klinge mittlerweile schwach geworden ist und nur noch wenige Schläge aushalten wird. Okay, kann ich sie wegmachen? Ja. Alright. Wir haben kurz Schwert, Samurai, Katana-Ding. Also Fisch. Okay, soll ich hier nicht tun? Soll ich das Wasser hier vielleicht nehmen? Ist auch Wasser einfach nur, ja. Okay. Alright. Ziemlich ruhiges, entspanntes Horrorgame auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht genau, wie ultra-horrormäßig die Games sind. Anscheinend sind noch einfach ein bisschen atmosphärische spooky Games dabei. Boah, das ist schön hier. Oh, I like it. Voll die entspannende Musik, Mann. Okay. Na, ich werde irgendwie Wasser hinlegen, weil ich meine, ich habe hier halt. Ah, hier ist ein Fisch, okay. Was soll ich einen Fisch schnappen? Vielleicht. Warte. Hab ich ertrunken? Okay. Nochmal dahin. Ich dachte mir, vielleicht muss ich das Boot losschneiden. Und ich muss jetzt selbst da drauf, aber irgendwie. Okay, nehmen wir kurz. Okay. Ich weiß nicht genau, warum ich das getan habe. Tschüss, Boot. Fuck, hätte ich drauf gehen sollen? Vielleicht hat das eine Möglichkeit, dahin hinzukommen? Aber ich kann ja gar nicht drauf, oder? Nee. Ich hätte da niemals. Ich hätte niemals rangekommen. Okay. Das soll ich nicht tun. What the fuck? Bin ich hier drauf? Nee. Also ja, vielleicht, aber ich sollte es definitiv nicht tun. Ist nicht so gedacht. Gut, dann. Gehen wir hier mal weg. Oh, warte mal, kann ich hier vorbei? Ah, vielleicht kann ich jetzt dran. Ah, ich dachte, hier wäre kein Weg. Okay, okay, okay. Vielleicht habe ich es jetzt halt an die Seite getrieben habe. Kann ich dran? Was ist das hier? Angel. Kriege ich den jetzt auch? Ah. Okay. Ich weiß nicht genau, wie ich den brauchen werde, aber vielleicht müssen wir auf den Tisch legen oder hier opfern oder sowas. Fisherman. Auf dass wir in unseren Träumen sehen werden. Okay, kann ich vielleicht jetzt. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Habe ich den geopfert oder habe ich den gegessen?
angeln wir mal noch einen. Okay. I don't get it. Muss ich warten, bis er reinbeißt? Ah, ja. Okay. Okay. Kommt der? Scheint nicht. Okay, esse ich den selbst? Nein. Okay, also ich schätze, ich muss sie da opfern. Funktioniert das? Liegt da einer? Das wollte ich nicht. Ich habe auch noch einen. Noch nicht. Nee, ich werfe ihn auf den Boden, fange direkt wieder, ne? Naja. Alright, ein sehr verwirrendes Spiel. Na gut. Die Fische sind halt unter Wasser. Hier ist irgendwas. Das ist ein anderer Fisch, ne? Ich glaube, hier ist ein anderer Fisch. Suppenfisch? Keine Ahnung. Na komm. Komm, beißt zu. Willst du doch auch. Komm. Hello. No? Jetzt vielleicht? Okay, der will nicht. Okay, anscheinend brauche ich nur einen Fisch. Goddammit, was ist das für ein Spiel? Okay, ich bringe den Fisch mal in die Mitte. Vielleicht muss ich ihn einfach ablegen. Sonst gucke ich einfach mal woanders. Also, okay. Die Spiele scheinen alle ein bisschen komplexer und länger zu sein, als ich dachte. Was das Video jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich einfach machen wird. Ich glaube, es gibt 20 oder so von den Games hier drauf. Aber na gut, wir werden sehen. Kann ich die noch nehmen? Ne, der will. Habe ich jetzt mehrere Fische? Nö. Okay, also anscheinend kann ich nur einen haben. Keine Ahnung. Oh no, hier ist... Oh hell no. Hängt der jetzt da fest? Nee, okay, dann fangen wir kurz mal neu. Wo ist denn noch ein Fisch? Ein Fischi. Da hinten. Komm her. Hast du Lust? Komm. Ja, genau. Okay. Ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach mal einen Fisch mit. Und nehme das Schwert in die Hand. So ein Schwert ist eher ein Messer, ne? Ich habe ein Arbeitsmesser. Okay. Ach, von hier bin ich doch. Bin ich von da gekommen? Was ist denn da? Ja, da war ich eben. Hier war das. Okay. Alright. Ich schätze, wir sind fertig im Fischergebiet. Da sollte ich nicht runterfallen. Da geht's zurück. Was hier oben? Und da. Ich weiß noch nicht, ich weiß nicht, wie lange ich schon hier bin. Ich habe permanent. Oh, okay, ich habe permanent Schmerzen in meinem leeren Magen. Okay, dann kann ich dir einen Fisch geben, ja. Lecker? Reicht das? Danke für die Energie, ich habe die gebraucht. Jetzt sollte ich dir was zurückgeben. Nimm ein bisschen von diesem schwarzen Zeug. Okay. Ich weiß, sie haben viel davon zu Hause produziert. Aber ich kann mich fast nicht mehr an mein Zuhause erinnern. Okay, alles, woran ich mich erinnern kann, ist Feuer. What the fuck ist das?
Öl. Okay. Vielen Dank. Nett von dir. Ich weiß nicht, was ich mit Öl machen will. Kann ich vielleicht Öl an meine, in die komische Pflanze zu Hause irgendwie? Das Gebiet ist nicht verfügbar in der Demo. Okay. Ich meine, ich habe Öl und Wasser. Ich schätze, ich wiege jetzt mal Öl auf die Pflanze zu Hause. Sonst wüsste ich nicht, was ich jetzt machen könnte. Okay. What the fuck did I do? Intelligentes Leben zerstört natürlicherweise alles, was es besitzt. Ach, es ist einfach so ein... Okay. Es ist einfach so ein Menschheitskritik-Ding wegen... Ja, okay. Ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet irgendwie. Ein Parasit kann nicht überleben ohne einen Host. Ja. Ah, das sind so Messages, die hat man halt mittlerweile schon so oft in Kunstformen mitbekommen. Irgendwann ist es dann auch ein bisschen boring. Ja, dude. Weil es einfach das schlechte Ende war, oder was? Ja, na gut. Bisschen weak. Also ich fand den Style, die Atmosphäre war ja schön. Wenn es jetzt so ein 1-2 Stunden Spiel gewesen wäre, hätten wir bestimmt was Cooles draus machen können. Aber so wirkt es halt ein bisschen zu simpel. Ich finde sie sogar noch schwächer als das erste Game, glaube ich. Das ist jetzt eher sogar eine 4 von 10. Okay, wir haben zwei sehr starke Games zu Anfang gehabt. Großartig. Aber ich meine, wir wissen ja, dass Filthbreed und ein Game von Somewhat auch hier drauf sind. Das heißt ja, anscheinend gibt es ja auch sehr gute Sachen. Gehen wir mal weiter. Nächstes Game. Insomnia. Ne, Insomnio. Description. Oh, okay. Eine Sammlung von 5 verschiedenen Erfahrungen, die versuchen, meine Träume als ein Spiel darzustellen. Das gefällt mir. Made with Unity. Insomnia. Alright. Ich bin gespannt. Traum Nummer 1, Zug. Wirkt schon ein bisschen horrormäßiger. I like it. Hello, friend. Nein? Hallo? Wie geht's dir? I can control where this train is headed, you know. What? Das war der erste Traum? Alright, dude. Ich meine, okay, das stellt wahrscheinlich wirklich relativ direkt einfach seine Träume dar. Was ja bedeutet, dass es jetzt nicht unbedingt direkte Horror sein muss, weil es auch einfach abstrakter Scheiß sein kann. Aber na gut. Habe ich die Zahnstocher jetzt mitgebracht? Ich meine, ich sollte die tragen, das wäre wichtig. Rohstein. So,
Ist doch kein Zahnstocher, oder so. Alright. Hotel. Jesus. Sehr coole Musik. Sehr, sehr coole Musik. Okay, da kann ich rein. Ich meine, bis jetzt in seinen Träumen ziemlich harmlos. Wenn ich meine scheiß Albträume mal in irgendwelche Spiele einbauen würde, ach Gott, das wäre viel kranker. Vor allem seine Träume sehr kurz. Finde ich interessant, weil wenn ich intensive Albträume habe, gehen die Realtime im Traum schon so eine halbe Stunde bis eine Stunde. Das ist sehr, sehr, sehr lang. Weil das sind ja so 15 Sekunden Träume, die er hat. Ich meine, klar, hat jeder mal. Okay, das Bewegen ist aber sehr cool. Seht ihr, dieses nach links und rechts wackeln, dieses Schwammige? Das hat sehr was von Traumgeschwindigkeit. Trapped. Vielleicht werden die Träume progressiv schlimmer. Seltsam sein, seine eigenen Träume in dem Spiel zu verwirklichen. Weil ich kenn's noch, als ich mal, ich hatte mal eine Zeit lang so vor 5-6 Jahren versucht, mal so ein Traumtagebuch zu führen. Weil ich es ja ganz interessant fand, die ganzen Sachen, die davon zu merken. Und das hatte. What the fuck? Typischer Albtraum, wo man seine Zähne ausspuckt. Nee, anscheinend nicht. Das wirkt eher schlimmer. Oh Gott. Warum laufe ich schneller? Was ich eben sagen wollte ist, als ich meine Träume aufgeschrieben habe, habe ich mitbekommen, dass meine Träume dadurch viel intensiver und teilweise auch schlimmer geworden sind. Meiner Erfahrung nach, wenn man Probleme mit unangenehmen Träumen hat, sich möglichst wenig mit den Träumen befassen. Dann wird es wieder besser. Okay, warum wiederholt sich hier alles? What the fuck you? Okay. Okay, das war simpel. Okay, wir haben bis jetzt wirklich drei ziemlich simple Spiele gespielt. Möglicherweise werde ich im Video die Reihenfolge von den Spielen ein bisschen umwandeln. Einfach damit das Pacing vielleicht ein bisschen besser ist. Aber gucken. Mal gucken, was jetzt kommt. Alright. Ich würde sagen, das war eine. Ach, schwierig. Bis jetzt war auch nicht so stark. Ich würde sagen, eine 5,5. Ich mag die Atmosphäre und die Idee. Aber es ist halt nicht wirklich ein vollkommenes Spiel. Ich meine, okay, es sind halt auch nur Demos. Deswegen ist es okay. Oh, Ode to the Moon. Oh. Haben wir auch schon gespielt. Großartig. Das meine ich halt. Guck mal, Ode to the Moon ist doch qualitativ viel krasser als die wir bis jetzt gespielt haben. Okay, spielen wir mal. Orange County. Oh, das sieht unangenehm aus. Elon's Children. Was? The Beige. Middle Class House. The Beige. Sprinkler's The Beige. Skateboard feels like the only real thing at this place. What? Skateboard-Spiel. Warte mal, ist das die Musik von irgendwas anderem noch? Insomnius, sei mal offen. Ups. Okay. Orange fucking County. Mouse Handling Resolution, whatever. Enter. Right.
Okay, okay, okay. Wie kann ich schneller gehen? Geht das nicht? Ja, ich weiß nicht, Shift-Trigger, aber... Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, ich will das vielleicht gerade gar nicht. Okay. Denn Skateboard ist das Einzige, was sich echt anfühlt an diesem Ort. Okay, es wirkt irgendwie wie eine Tech-Demo für ein Spiel. Man testen will, wie sich die Steuerung auf dem Skate anfühlt. Es fühlt sich überraschend gut an. Aua. Okay. Kann ich nicht weiter. Uah. Grind hold space. What? Nee, anscheinend nicht. What the fuck? Oder was du grinden meinst du? Ich hätte mein Ziel an der Kante. Oder meinst du mehr Tempo aufnehmen? Du meinst mehr Tempo aufnehmen. Ich kann springen. Ist nach vorne. Ist ein Bus, oder? Wait, what the fuck? Wait, what? Kann ich hier drüber? Nein. Ich weiß echt, es ist sehr, sehr surreal. Kann ich hier drüber springen? Ja, kann ich. Das ist irgendwie ganz cool. Das Ding ist eben abgehauen, als es zu nah war. Jetzt fährt's aber. Hallo. Hallo. Jetzt wieder weg. Ich fahr mal hier lang. Ah, okay. Alright. Ich bin mir nicht genau sicher, ob es irgendwo hinführt. Was haben wir denn hier? Chips and Salsa. What? What the fuck? Ich bin stark verwirrt. Aber ich glaube, das gefällt mir. Ah! What the fuck? Holy shit! Fuck! Okay. Oh, Alter! Okay, so hat er mich lange nicht mehr. Ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, es war ein Auto. God damn it, das hat mich richtig gut getroffen. Okay, das fand ich. Ich glaube, ich bin einfach nur verreckt. Ich glaube, ich hätte noch weiterspielen können, aber das reicht mir für ein Ende erstmal. God damn it, okay, Orange County. Das hat mir gut gefallen irgendwie. Oh, ein Spiel in dem Stil, kennt ihr noch Dead End Road? Habe ich nie zu Ende gespielt, das war großartig. Das war halt so ein Auto-Horrorspiel quasi. In richtig gut. Und so ein Skateboard-Horrorspiel kann man auch gut machen, man. So in dem Stil, als ob man so einem Albtraum-Skateboard oder sowas. Weil das Geschwindigkeitsgefühl und so ist halt jetzt. Man fühlt sich nicht so sicher auf dem Skateboard wie in einem Auto. Oh goddammit, das war gut. Okay, 6,5 würde ich sagen. Da will ich eine Vollversion von haben. Das erste Spiel, von dem ich wirklich eine Vollversion haben will bis jetzt. Okay. Erasure. Das nächste, A Place Forbidden. Okay, spielen wir Erasure. Alleine nachts arbeitend. Okay, nur das Summen von Dutzenden Deep Simulation Pods. Ich weiß nicht, was das sind. Irgendwas mit meinem Job zu tun hat. Sind in unserer Nähe. Etwas wartet auf uns. Erasure. Okay. Warum ist noch die Musik von... Das ist ein bisschen strange hier, Mann. Ups. God fucking damit. Okay, Erasure. Photosensitivity, bla bla bla. Okay.
Falls ihr Epilepsie habt, da ist die Warnung. What the fuck? I don't get it. Was? Ich kann die Form ändern, ja, aber... Was ist denn mein Zielform? Reanimate. Align Vectors, what? In welcher Form will sie die Sachen denn haben? Da ändert sich nichts. Thanks for fixing my dog. Okay. Er wird immer... What the fuck? Was auch immer. Okay, dem Hund geht's immer schlecht, wenn einmal einer von uns reinkommt. Und der bedankt sich, dass wir ihn repariert haben. Und wir können jetzt gehen. Fuck. Gehen? Disconnected. Fuck. Okay, wir spielen wirklich richtig, richtig, richtig surreale Indie-Scheiße hier. I like it. Achso. User deceased. Soll ich nicht auf 8 drücken? Okay. Nutzer verstorben oder was das andere? F14, was natürlich nicht existiert, oder irgendwas anderes. Exit. Emergency Room? Habe ich eine fucking 3D-Brille die ganze Zeit auf? Also, eine Virtuality-Brille? Sure. Wie du meinst. Entering simulation. What the fucking fuck? Bioreclamation protocol incomplete. Das dachte ich mir. Disconnect. Defrag. Wie wechsle ich das denn? Connect. User deceased. Was? Wir sind tot? Was? Okay. No fucking idea. Einer von euch muss mir erklären, was hier abgeht oder was die Idee ist. Ich meine, klar, irgendwas Richtung Virtuality. Verstorbene User, die vielleicht trotzdem weiterleben. Und anscheinend kannst du irgendwie in der Welt hier Sachen wiederbeleben und der virtuellen Realität wieder zurück ins Leben bringen. So Soma-mäßig vielleicht? Aber das ist auch alles, was ich hier als Idee habe. Okay, muss ich da wieder rein, oder? Kann ich da wieder rein? Nö. Ich schätze, das Ding war kaputt und wir haben es gerade repariert. No? Okay, wir gehen wieder. Klar. Irgendwas kaputt wieder. Hier rechts? Nö.
Ist ja irgendwie schon ganz cool auf seine Art. Hier geht's nicht weiter. Durch die weiße Tür? Ja. Ist unser Job möglicherweise, dass wir halt die Menschen, die hier in der virtuellen Realität hier leben, irgendwie am Leben erhalten? Oder halt wiederbeleben die ganze... What the fuck? What? Get the fuck out of my head. Wenn ich hier drin das Limit fühlen will, dann kann ich das auch so machen. What the fuck ist das denn? Safety off? Du tust niemand anderem weh, also macht's auch keinen Unterschied. What the fuck? Was gibt dir die Rechte, in meine Simulation reinzukommen, zu tun, was du willst? Du verdammter Loser. Was? Destroy Anomalies, ja. Technischen Loser. Ich würde ja gar nicht, ich kann aber nichts machen hier. Glorified Janitors. Das ist eine sehr, sehr, sehr angenehme Beleidigung für Systemadmins und sowas. Glorified Janitor. Ein weiterer Körper für meinen Haufen. Also das Ding ist, irgendwie in die Simulation reinkommen und legt jetzt simulierte Menschen um. Okay, es ist alles falsch, aber wenn ich es ein bisschen tiefer fühlen könnte. Wenn sie zurückkämpfen, also wenn sie gegenhalten, möchte ich das auch fühlen. What the fuck? Ich möchte einfach weiter in diesem Programm arbeiten. Ich bekomme fast dazu, das Blut sich so zu bewegen, wie es sollte. Fass meine verdammten Files nicht an. Ich kann doch nichts machen, ja. Ich kann ja auch nichts berühren, also du musst keine Angst haben vor mir. Die gar nicht mehr bewegen. Ich kann nichts machen. Okay. Destroy Anomalies. Aber wie? Defrag. Kann ich irgendwie den Pfeil runter bewegen auf das untere? Ich sehe oben links, was ich hier machen kann. Hier steht Reset. Da steht Safety Off. Hier steht Disconnect. Und da steht Defrag und Disconnect. Aber ich kann nicht aufs Disconnect runter. Wait, jetzt ging's. Disconnect Data Buffer. Welches ist das da hier? User Restricted Access. Ey, ich hab wirklich keine Ahnung, was ich mache. Kann ich irgendwie... Nein, nicht Exit. Anomalies Detected in Buffer. Wie krieg ich den weg? Simulation? Data Buffer. Okay, ich reiz nicht. Ich muss irgendwas machen können, was ich nicht raffe. Wie kann ich aufs Untere hier? Das geht nicht. Ach, mit Mausrad. Okay. Defrag. Stop now. Okay. Defrag, Defrag, Delete, Defrag. Ach du Scheiße, das ist wirklich ein bisschen gruselig. What the fuck? Okay, Reset? Nein. Connect? Nein. What the fuck? Ja, what the fuck? Okay. Also mein Verständnis ist... Ich würde sagen, das ist irgendein Hacker, der ein Monster spielt in dieser Welt, wo super viele Menschen nur in der virtuellen Realität leben oder so. Und ich arbeite in irgendeiner Firma, wo halt diese ganzen Maschinen stehen. Jetzt bin ich wieder... Okay.
Alright. Sehr abstrakte, weirde Welt. Oh, er ist jetzt hier drin, oder? Okay, man kann also irgendwie diese Simulation betreten, auf jeden Fall. Ich muss ja verstorben, Alter, what the fuck? Okay, das gefällt mir bis jetzt, glaube ich, echt am besten. Das ist am weirdesten und am seltsamsten und am wenigsten wirklich ein Spiel, aber es hat halt so einen ganz, ganz eigenen Style, ne? Find User. What the fuck? Oh, das ist geil. Holy shit. Was bist du? I like it, man. Disconnect immediately. Ich würde gerne. Wie kann ich raus? Heilige Scheiße, mir fällt gerade auf. Ach du Kacke. Das geht ein bisschen in die Richtung von ein paar der schlimmsten Albträume, die ich überhaupt haben kann. Das klingt dumm, aber ich habe ab und zu Albträume, wo ich quasi, wo mein Kopf so ein eigenes Horrorspiel zusammenbaut und ich spiele dann das Spiel. Mir ist zwar im Traum quasi bewusst, dass es ein Spiel ist, aber ich kann es nicht beenden. Also ich bin auch so VR-mäßig in dem Spiel drin und ich kann nicht raus. Es geht einfach nicht. Das heißt, ich muss es zu Ende führen. Und während man in einem Traum ist, kann man ja nicht, versteht man das Konzept von Spielen ja nicht. Man weiß nicht, ah, ist ja nur ein Spiel, ist nicht schlimm. Also man fühlt eine richtig, richtig schlimme Angst und man weiß, man kann gleichzeitig nicht raus. Das ist ein bisschen wie das, was hier eben gerade war. Wo dieses Disconnect, 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 ich will disconnecten, es geht halt nicht. Holy shit, okay. Oh, what the fuck. Was mache ich hier? Erase. Haben wir einen Anfall oder was? Sind sie tot? What the fuck, Mann? What the fuck? Okay, das fand ich aber cool. Oh, in der Richtung hätte ich gerne so ein 1-Stunden-Spiel, was so ein richtig, 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 richtig krank wird gegen Ende. Das ist ja auch ein gutes Szenario, um so diese typische Fourth-Wall-Breaking-Scheiße einzubauen, dass halt irgendwas auf dem richtigen PC passiert oder irgendwelche Nachrichten bekommt. Das fand ich cool. Natürlich sehr kurz, aber ich würde sagen... Ah, ne, als Ordnung. Ich würde sagen 7,5? Vielleicht ein bisschen hoch, wenn ihr es nicht cool fand, aber ich fand's geil. Ich fand das sehr cool. Okay. Was ist das hier? Dread Delusion. Was haben wir noch? Okay, whatever. A Place Forbidden. Oh Gott, das sieht aus wie ein klassisches Horror-Game. Okay, okay. Die Bücherei von Ouroboros. Ouroboros war, glaube ich, diese Schlange, die sich selbst immer frisst, ne? Die Tod und Leben gleichzeitig darstellen soll, meine ich. Und... Okkultes Knowledge ist in unseren... Okay, also wir haben eine antike Bibliothekus rausgefunden. Und wir versuchen, irgendwas rauszukriegen. Alright, I'm in. Ups. Wieder zweimal gestartet. Okay, ich muss ehrlich sagen, die Spiele starten sich sehr scheiße. Es ist halt im Prinzip einfach eine Weiterverlinkung von ganz vielen kleinen Spielen. Aber es startet die Spiele halt wirklich immer. Das heißt, wenn man zweimal drückt, startet man es auch zweimal. Na gut. What the fuck? Okay. Start. Ich bin endlich hier, okay. Ja, okay. Wir haben die Bücherei zu leicht gefunden, deswegen machen wir uns ein bisschen Sorgen. Okay. Es soll hier Wissen geben, was man sonst nirgendwo auf der Erde finden kann. Mächtige Worte, okkulte.
Okkulte Lehren. Genug, um den Tod zu besiegen. Es soll alles meins sein, alles. Ich muss nur wissen, wo ich suchen muss. Okay. Warum sollte ich gehen? Ich bin gerade das angekommen. Ja, das meint, das ist diese Schlange, die sich selbst frisst. Locked, damn. Okay. Philosophie, History, Enzyklopädien, nicht sinnvoll. Mathe, Physik, interesting, aber nicht, wonach ich suche. Horror Novels, sehr schön. Science Fiction, okay. Okay, ich hatte diese Albträume, Doktor. Ich bin alleine, aber ich fühle mich nicht alleine, nicht so, wie ich mich fühlen sollte. Es ist niemand in meiner Nähe, aber das bedeutet nicht, dass niemand da ist. Es ist schwer zu erklären, aber es ist ein unangenehmes Gefühl. Okay. Ich höre tiefe, seltsame Geräusche im Hintergrund. Ich kann flüstern hören, aber nur gerade so. Als ob irgendjemand mit mir reden wollen würde, aber außerhalb meiner Reichweite ist. Als ob mich jemand beobachten würde, außerhalb meiner Sichtweite. Alles ist zu still, das ist falsch. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich hier hingekommen bin. Und ich kann auch nicht rauskriegen, wie ich hier wegkommen kann. Es sind überall nur Wege und Wege, überall Bücher, die aussehen, als ob sie noch nie geöffnet wurden. Okay. Ich fühle mich, als ob ich keins von denen öffnen dürfte. Aber die Bücher ziehen mich auf irgendeine ganz komische Art an. Okay. Als ob ich das Gefühl haben würde, dass wenn ich sie lesen würde, mehr lernen würde, als ich jemals lernen wollen würde. Als ob ich jemals lernen will. Aber es gibt eine Gefahr. Eine unbekannte Gefahr. Okay, wer oder was es genau ist, weiß ich nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es will, dass ich reinkomme oder ob es will, dass ich abhaue. Wie endet das alles? Ich weiß es nicht genau. Es gibt keinen wirklichen Weg abzuhauen. Jeder Weg führt in irgendeiner Form zu weiteren Räumen. Aber wem schreibt er das denn? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich meine, er schreibt irgendeinem Doktor, dass er drin Panik bekommt, aber ich meine, ich dachte, er kann nicht mehr raus. Also, what the fuck are you writing, dude? Was ist das denn? Library. Okay. Wurde nie wirklich gebaut, sondern hat einfach irgendwann angefangen zu existieren. Okay. Also schon seit Jahrtausenden existiert es anscheinend. Die erste Geschichte... Gaelic? Gallisch? Vielleicht? Ein unbekannter Mystiker, der... Okay, viele Geschichten gesammelt hat. Okay. Schon 1400 Jahre alt, der Scheiß hier. Okay. Ich will jetzt nicht jedes Buch lesen mit ein bisschen Background-Knowledge. Ist noch was? Minister's Doom. Ja, okay. Also die Grundgeschichte ist im Prinzip... Das hier existiert schon seit Ewigkeiten. Man weiß nicht genau, wo es herkommt, aber es wirkt ein bisschen modern dafür, ne? Ich meine, come on, das ist eine scheiß Uhr. Almanax, useless. Kann ich auch nicht nehmen. Okay. Ich kann es nicht öffnen, auf jeden Fall. Okay, alle Lichter aus. Was ist mit dir? Okay. Telefon. Okay, ein einzelnes Wort, was markiert ist. Telefon. Okay, ich muss irgendwas mit dem Telefon machen. No? What the fuck? Doch nicht? Vielleicht klingelt es gleich. I don't know. Okay, also ich kann dann nicht weiter. Locked. Die habe ich schon gelesen, das habe ich auch angeguckt. Das auch. Hab ich die Seite geguckt? Hier ist nichts. Ich meine, die sind halt drei fucking Bücher, einfach nur so, ne? So hier, Burness, Librarian. Wait, what? Wieso rutschen die Bücher so nach vorne, wenn ich sie angucke?
Okay. Ich brauche das Flüstern, gehört ja auch, ne? Okay, das ist gut gemacht. Genau das, was man eben gelesen hat. Auf so ein bisschen Distanz hört man ultra leises Flüstern. Okay, ich mach das Licht mal wieder an. Ich mag es lieber mit Lichtern an. Aber, what the fuck mache ich denn jetzt hier? Okay, hinkriegen kann ich mich auch. Welcome Message. Okay. In England. Du wirst auf jeden Fall genug Zeit haben, Bernard. Du wirst auf jeden Fall genug Zeit haben. Weil wir nicht mehr raus können, wahrscheinlich. Copper Key. Nee, für die Tür. Wollen wir doch mal gucken, was es hier gibt. Okay, das Buch hat meinen Namen erwähnt. Ein Zufall, sonst nichts. Ah. Ah, okay. Außerdem ist auch völlig falsch, dass die Bücherei war nicht in England. Ich habe sie in Deutschland gefunden. Yep. Okay, also die Bücherei teleportiert sich wahrscheinlich hin und her, je nachdem, wo man gerade ist. Oder wer danach sucht. Okay, kann die alle nicht lesen. Okay, keine Ahnung. Obwohl, ich habe da vorhin ein Buch gesehen, da waren ein paar Zahlen drin, aber... Ist das? Okay, du liest sehr gerne, oder Bernard? Du kannst diese Bücher nicht lesen, aber keine Sorge. Sie werden deinen Weg, den Weg zum neuen Wissen bereit machen. Okay. Falls du nicht mehr weiterkommst, stell dir einfach vor, dass dein Job hier ist. Das klingt doch gut, oder nicht? Okay. In der Nähe vom Fenster solltest du anfangen. Was für ein Fenster? Hier. Vorhin war draußen noch kein Nebel. Okay, sehr schön. Aber hier ist noch nichts. Hier weiter? Nee. Okay. Ich finde es sehr gut, dass man die Sounds, die man eben als Beschreibung in dem Buch gelesen hat, jetzt selbst hört. Mit diesem ganz leisen Brummen im Hintergrund und dem Flüstern ab und so. Ich glaube, das Flüstern hört ihr nicht, aber ich habe es eben ein paar Mal gehört. Das ist wirklich sehr leise. Okay. Ich meine, hier in einem der Bücher waren ein paar Zahlen markiert. Vielleicht ist das ja der Code. Nee, nicht hier. Das war das andere Buch, ne? Ich glaube, das hier. Ne, 3-2, das wird es nicht sein. Burn is in this. 3-2. Das ist nicht. Das ist es nicht. Oh. Warte, ich kann es zumachen? Wie ist es gerade gemacht? Es war eben noch offen. Aha. Mache ich das oder ist das einfach das Spiel, was die Dinger... I don't get it. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe. Aber es hat sich auf jeden Fall was verändert. Kann ich wieder aufmachen? Mit E? Ich weiß nicht, was ich tue. Ich spam alles und manchmal geht es hoch und runter. Ich glaube, das ist das Spiel, was absichtlich die Dinge einfach verändert. Jetzt sind alle drei wieder gleich. Das war eben noch unten. Okay, whatever. Ich meine, klar, ich muss das Ding irgendwie öffnen, aber... Ah, okay, doch. Oh, okay. Moment. Place to start close to the window. Ich muss die Bücher zählen, oder? 1, 2, 3, 4. 4. 4, 6, 5. 4, 6, 5. 4, 6, 5, 3. 4, 6, 5. Okay. Got it. Das, ja. Oh, du fucking hell.
Jesus. Okay. Wie, ich kann die alle öffnen, um zu mich verarschen. Okay, da ist nichts drin. Das ist was hinter, oder? Ich habe noch nie so viel Angst vor dem Stuhl. Sehr schön. Okay. Also ich schätze, ich kann das jetzt öffnen. What the fuck ist hier los? Ja, komm. Ich wollte das Wissen rauskriegen. Das magische, böse Wissen, was sich hier drin verbirgt. What the fuck? Gucke ich von oben auf ein Gebäude drauf? Ja. What the fuck, Mann? Wie ist das möglich? Ist das nicht Grund genug, dass du abhauen willst? Mal ganz ehrlich. Du hast aufgehoben, dass du es bereuen wirst. Something is wrong. Ich muss jetzt abhauen. Okay. Yep. Ich bin voll auf deiner Seite, Mann. Irgendwas kratzt sich in meinen Kopf. Your mind is small. Your mind is fragile. Yep. A tiny fissure here. A little force there. No more, Bernard. We could make you a shambling husk. Make you walk these halls forever. But we see your curiosity, your potential. We have something more in mind for you. We think you'll like it. Okay. Okay, ja, die Idee war cool. Ich hätte am Ende vielleicht ein bisschen mehr Horror eingebaut. Also jetzt nicht, dass uns irgendwas verfolgt oder sowas, sondern, ich weiß nicht, vielleicht irgendwas abgefuckt, so auf dem Weg zurück ein paar kranke Sachen sehen. Vor allem schon, wenn man aus dem Fenster guckt, auf dem Weg zurück, irgendwas völlig anderes sieht. Irgendwas Stranges, vielleicht eine Reflexion von sich selbst oder sowas. Irgendwas Gruseliges. Und sie vielleicht in irgendeine genaue Richtung gehen sollen, wo es hinführt. Aber nett. Nett. Ich würde sagen 6,5 hierfür. Gut. Nächstes Spiel. Dread Delusion. Okay, ich muss noch eins haben. Killer Bees. Neko Yume ist gut. Effigy. Tasty Ramen. Dead Heat. Hard War. Sauna 2000. Until Big Light. Und dann haben wir alle. Ach, ist ein Dings noch nicht dabei. Okay. Goddammit. Okay, Dread Delusion. What the fuck? Ist hier großartig aus. In the Clockwork God's Realm, where state-approved magic spells. A small-scale open-world RPG. Goddammit, wie lang sind die Spiele hier? Okay, das klingt aber cool. Das wirkt ein bisschen, als wäre es, Morrowind Creepypasta-Mod oder sowas. Aber ich bin definitiv interessiert. Mal gucken, wo es hinführt. Mal gucken, wo das hinführt. A Time Demo. Gott damit, wie lang ist das Spiel? Holy shit, Save-Files? Oh Gott, okay. Also ein Steampunk-Horror-RPG oder was? Alright. I'm in. Das ist schon cool. Okay, wir stehen vor dem Avatar des Clockwork-Gods. Abysmal Sounds, blah, blah, you shift and you... Okay. Wir sind Subjekt Nummer. Keine Ahnung, ganz viel. Ich weiß nicht, was das C war. Ich glaube 100? Oder was? Okay, ja, sind wir. Ah, wir können zwei Klassen auswählen. Okay, Enforcer.
Physical. Oder Magic. Ich würde sagen, wir sind Magic. Mind. Okay. Wir kennen unsere Lebensgeschichte. Ah, okay. Alles, was wir schreiben, ist eine Lüge. Okay, es ist eine sehr abgefuckte Welt anscheinend. Determined. What the fuck? Sacramental Duties sind unsere Aufgabe, okay. Wir wissen nicht genau, was wir machen müssen. Wir wissen nur, dass die Leute, die diesen Job bekommen, niemals zurückkommen. Okay. Wir müssen die Quelle der Krankheiten unserer Welt finden. Alright. Also wir haben eine sehr, sehr, sehr schlimme Aufgabe bekommen. Das ist ja great. Und wir müssen durchs Portal abhauen. Clockwork God, Alter. Holy shit. Okay, ich bin direkt schon im Universum drin und ich fühl's. Schon cool. Clockwork God. Okay, auf sowas könnte man ein cooles 50-Stunden-RPG oder sowas machen. Holy fuck, dude. Holy shit. Okay. War ich da drin? Nee. Ich war wahrscheinlich hier drin. Okay, ich will da nicht runter. Was bist du? Bist du ein Gegner? Anscheinend nicht. Okay. Ich habe keinen Angriff oder so. Ich kann einfach nur rumlaufen. Aber ich sehe unten rechts zwei Slots. Vielleicht sind meine Waffenslots später. Meine Fähigkeiten, was haben wir? Potion of Health. Okay. Okay, mit Alt kann ich die Items rotieren, mit R kann ich sie benutzen. Ach, das ist das Ding von ihm wahrscheinlich, ne? Nee. Ich habe mich eben nicht bewegt, als er drin war. Hier ist ein Schlüssel. Lock could be broken. Alright. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Okay. Ich weiß nicht, was mit den Dingern ist. Einfach welche Seelen, die hier rumfliegen oder so. Okay, man könnte im Spiel schon mal ein bisschen länger sprinten. Ist nicht notwendig, dass ich nicht sprinten kann. Oh, geile Welt. I like it. Alright. Ich meine, hier oben konnte ich ja noch lang, ne? Ich bin einfach nur hier runtergegangen. Wahrscheinlich muss ich noch lange nicht hin. Mir macht das Open-World-RPG-Genre ein bisschen Angst. Das klingt jetzt schon so, als ob es mindestens eine halbe Stunde geht oder so. Geht's hier weiter? Wahrscheinlich nicht so. Okay, was bist du? Hallo? Was haben wir denn hier? Ein weiterer Außenseiter von der Stadt aus Scheiße und Stahl, oder? Hat uns unser Gott weggeschickt zum Sterben? Ja. Immerhin erkennst du die Absurdität des verdammten Ortes. Okay. Seit eure Leute gekommen sind und dieses Monster erschaffen haben, verrottet das Land langsam. Jetzt werde ich dich im Auge behalten. God damn it. Ich bin richtig in der Welt gerade drin. Ach du Scheiße. Ich wünsche mir gerade wirklich so ein 50 bis 100 Stunden Story-RPG in der Welt hier. Es wirkt sehr, sehr cool. What the fuck? Okay, wir haben einen Schlüssel. Ist es für hier? Ne, wahrscheinlich nicht. Kann nicht mal hin. Ich kann irgendwo reingucken. Da könnte ich lang. Was mit dir? Okay. Meine Leute durften niemals durch diese Mauern durch. Uns ein, also wir Ureinwohner sind schon hier, seit die Welt entstanden ist, aber selbst als wir verhungert sind, durften wir nicht rein. Ja. Und der Schlüssel zu ist weg, im Tower da oben. Great.
Crystal requires a key. Wie aktiviere ich den? Ich schätze nicht so. Gehen wir hier oben hin. Warte mal, ist das da, wo wir eben waren? Nee. What the fuck ist das? Saving is disabled. Okay. Town Quarantine Key, den brauche ich. Divine Order Lock. Die Stadt Harlow ist verloren. Okay, gestern haben mich die Schreie, die aus den Straßen kommen, hat mich schon Angst gemacht. Aber jetzt ist die Stille noch schlimmer. Hätten wir das verhindern können? Goddammit, okay. Cool, 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 cool. Der Tower hat Schäden genommen. Wollen wir, dass er sich selbst repariert? Ja. Okay, Upgrades are disabled. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel. Ich schätze, mit dem können wir jetzt da rein. Was ist denn das hier? Ich denke mal, da kann ich noch nicht hin. Ja. Home Spell. Okay. Ob wir Hilfe brauchen, ja. Ich verlasse diese Stadt. Cypher Scribe in seinem Turm finden. Hinter dem Fluss. Er wird uns weitere Aufgaben geben. Alright. Was kann ich überhaupt casten hier? Das verstehe ich nicht ganz. Okay, ich weiß nicht, es ist casten sehr lange. Ich glaube, ich teleportiere mich dann irgendwo hin, deswegen machen wir es erstmal nicht. Hier gibt es noch ziemlich viel zu erkunden. Was bist du? Ein Coin. Dankeschön, den nehme ich gerne. Den Schlüssel habe ich nicht. Okay, womit caste ich mich hier mit hin? Was? Wir haben uns dann selbst verflucht? Cool! Sehr cool. Genau das wollte ich machen. What the fuck? Ich sehe irgendwas in der Ecke. Ja, ein Coin. Goddammit. Ich meine, es wirkt nicht unbedingt super horrormäßig. Es wird eher wie so ein leicht horror angehauchtes RPG. Also, Demo von einem. Ach, hier ist ein Schlüssel. Writer's Key. Wahrscheinlich wieder oben, ne? Ich schätze, das ist so vielleicht hier. Nee, den habe ich nicht. Hallo, mein Freund. Ich hoffe, dir geht's gut. Ist hier noch was? Nee, hab ich gerade einen Schlüssel gefunden. Okay. Interessanter Shit. Was war denn hier? Das war da hinten dann rein, ne? Andere Seite der Stadt. Okay, da oben ist auch was. Was war hier? God damn it. I like it, man. I like it. Was ist mit den Viechern? Die fliegen einfach rum. Die machen halt ihr eigenes Ding so. Hier war das, ne? Ja. Okay. Coin. Heiltrank. Victor. Okay. Das ist schon eine sehr strange Welt noch. Na gut. Okay, soll ich jetzt da hinten raus? Meint ihr den Turm oder meint ihr den Turm auf der anderen Seite von dem Weinfluss? Ich guck mal kurz, weil die meinen hier auf der anderen Seite vom Fluss. Ja, okay, hier. Also muss ich hier lang. Überraschend große Welt, ne? Mit dem fliegenden Ding und so. Das Worldbuilding von dem Spiel ist ja großartig. Ich meine, ich spiele es jetzt vielleicht seit 10 Minuten oder sowas und ich fühle mich voll in der Welt drin. Wo
Potion of Stamina. Oh, thank God. Komm, halt euch mal. Also ein Stamina-Trank. Oh, fuck. Okay. Ich weiß ja nicht genau, was ich hiermit machen soll. Vielleicht schaue ich mich einfach zurück zu teleportieren. Und was mit meiner komischen Krankheit, die ich habe? Kriege ich auch Damage davon? Ich glaube nicht. Aber irgendwas muss es ja bedeuten. Ich will mal außen mal gucken. Okay, ich würde sagen, ich gehe mal zum Haus da. Schlüssel hierfür? Ja, anscheinend. Ein sehr großes Haus, Freundchen. Spyglass. Press the scope button to equip. What the fuck is the scope button? Mhm. Okay, ich lese mir nicht alles durch, weil wenn es eh nur Demo ist, wird die Story eh zu keinem Punkt kommen. Aber ich bin voll drin, Mann. I like it. Okay, das ist noch eine Münze. Die Musik ist auch schön. Das heißt schön, aber passend. Hallo? Ein freundliches Gesicht. Ich danke dem Clockworker. Ich wurde von meinem Schiff geworfen. Eines dieser Dinger ist draufgekommen. Okay, er sollte die Gegner, also die Diebe aus der Town Tavern, aus der... Oh. Passphrase. Mhm. Ich habe versagt, meine Daten werden aus den Archiven gelöscht. Das ist eine ganz komische Mischung aus so Steampunk-Mittelalter-Horror-Krams. Okay, also er ist im Sterben und hat mir seine Aufgabe weitergegeben, dass ich in irgendeiner Taverne die Diebe umlegen soll. Ich habe nicht mal irgendwas zum Kämpfen, oder? Ich habe einen scheiß Spell, der mich nach Hause teleportiert und das war's. Bis hier geht es wahrscheinlich auch nicht weiter, ne? This lock could be broken. God damn it, gib dich mal dieses scheiß Königreich da hinten, Mann. Wie gut das einfach aussieht. Holy shit. Story, what? Was heißt das hier? Eins von drei. Okay. Ein Maschinenritter ist vor dir. Seine Stimme. Du hörst aus seinem metallischen Helm. Sag mir, was du machen willst. Du bist nicht vom Divine Order. Nein, bin ich nicht. Du bist nicht der Erste, der mit der Aufgabe hier hingekommen ist. Du wirst auch nicht der Letzte sein. Okay? Ich könnte dir helfen, aber ich brauche zuerst etwas von dir. Und dann zeigt er mir auf irgendeinen Turm. Okay, sein Assistent wurde dahin geschickt. Sie ist wahrscheinlich schon tot. Aber den Field Rate Extractor, den sie dabei hatte, den brauche ich sehr dringend. Okay, ich soll da was holen. Goddammit, wie lang ist das Spiel? Okay, lass ihn machen. Welcher Turm? Der da? Nee, der ist zu weit weg, der kann es nicht sein. Holy shit. Vielleicht da drauf? Guck mal hier. Holy shit, Alter. Ich dachte, es wäre vielleicht so ein 5-Minuten-Ding, ein bisschen rumlaufen und was erkunden. Aber für eine Demo ist das not bad. Meinst du das da? Ich weiß nicht, ist das ein Turm? Das geht so, ne? So ein bisschen. Divine Order Log. Okay. Junior Sever. Splitting of the knees, crushing of the head. Das ist eine schöne Bestrafung. Ach, den meintest du, doch. With a sword and strength, this would break. Ja, hab ich nicht. Tut mir leid. Ach, hallo, Freund. Du schon wieder. Okay. Ich muss zugeben, für jemanden, der so hoffnungslos ist, gibst du echt nicht nach. Okay.
Aber lass mich dich warnen, diese seltsame Sache, die das Land verflucht, diese Korruption, ist nicht das, was du denkst. Es in purer Gewalt anzugreifen wäre falsch. Wenn du wirklich helfen willst, gibt es andere Wege. Find mich, wir können reden. Sonst bist du auf dich allein gestellt und dann bist du wirklich fucked. Fucked, passt so nicht in diese Welt rein. Ist das ein scheiß Kameramann? Okay. Okay. Oh, das war dumm. War es noch nicht dumm. Alles in Ordnung. Alright. Okay, ich gehe mal davon aus, das wird jetzt die Demo gewesen sein. Ja, würde gerade sagen. Oh, okay. Okay. I like it. Das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Ich glaube, es ist kein Spiel, das ich auf dem Channel spielen werde, aber ich glaube, es werde ich privat spielen. Aber es gefällt mir richtig gut, Mann. Richtig nice. Richtig nice. Okay. Okay, okay, okay. Ich merke gerade, wir haben schon fucking... Ich habe 2 Stunden Raw aufgenommen. Ich würde sagen, das reicht vielleicht erstmal. Wir machen jetzt noch einen zweiten Part hiervon. In der nächsten Woche oder sowas. Aber goddammit, wir haben noch 8 Spiele übrig. Wir haben gerade 7 gemacht. Also das würde jetzt uns noch mal 2 Stunden dauern. Ich dachte, die Games wären wesentlich kürzer. Aber nicht wirklich. Das heißt, wir machen nächstes Mal weiter bei Killer Bees. Wir machen dann noch Neko Yume, Effigy, Tasty Ramen, Dead Heat, Heartworm, Sauna 2000. Until Big Light. Okay, das sind Games, die wir nächstes Mal machen werden. Gut, schreibt mir in die Kommentare, was ihr jeweils von jedem Spiel gehalten habt. Ein paar waren ganz interessant. Ein paar waren eher weird. Wirklich gruselig oder unangenehm fand ich bis jetzt. Irgendwann ist wirklich unheimlich. Ich fand eigentlich das... Wie hieß das? Ich glaube, ich fand echt das eine hier am besten. Bis jetzt. Erasure. Das fand ich ziemlich cool. Das war übrigens was ziemlich Kreatives. Aber na gut. Da war es das mit dem ersten Part von der... PS1 Haunted Demo Disc. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye. Auf Wiedersehen. Tschüss.